ob der wohl schon reif ist. Woran ihr das erkennt und wie ihr eure Äpfel behutsam pflückt und auch richtig lagert ohne den perfekten Kellerraum, das zeige ich euch heute in unserem neuen Video. Ich bin Claudia Dobner. Herzlich willkommen in der Biogartenwelt von Kraut und Rüben. Das Tolle ist, dass mir die Äpfel selbst verraten, ob sie schon reif sind oder nicht. Dafür brauche ich ihn nur einmal kippen. Das ginge jetzt einfach. Hätte ich den Apfel drehen oder reißen müssen, wäre er noch nicht so weit gewesen. Und ich wäre in ein paar Tagen nochmal gekommen. An die oberen Äpfel komme ich nicht mehr hin. Dafür nehme ich mir hier den Apfelpflücker zur Hilfe. Würde ich das Obst vom Baum schütteln, fielen die Äpfel runter, würden Druckstellen bekommen und wären nur noch für Mus oder Saft zu gebrauchen. Lagerfähig wären sie so allerdings nicht mehr. Das hat sich doch gelohnt. Idealerweise würde ich meine Äpfel jetzt in einem kühlen Keller bei ca. 3 bis 6 Grad und Luftfeuchtigkeit von etwa 80 bis 90% lagern. Aber das kann mein Keller nicht. Deshalb mache ich es den Äpfeln so angenehm wie möglich und lege sie locker, luftig, mit viel Abstand in eine große Obststeige. Das hat den Vorteil, dass ein fauler Apfel seine Nachbarn nicht anstecken kann. Äpfel wie diesen sortiere ich sofort aus. Die sind wurmig und haben Fehlstellen. Ein Apfel, der so aussieht mit Schorf, das ist jedoch kein Problem, tut der Qualität keinen Abbruch. Außerdem lege ich die Äpfel so in die Kiste, dass die Unterseite nach oben und der Stiel nach unten schauen. Denn Mäuse und Asseln fressen Äpfel am liebsten von der Unterseite an. Und so kann ich im Keller sofort erkennen, falls die Äpfel angefressen wären und ich dadurch auf Mäusejagd gehen muss. Bevor ich die Äpfel morgen in den Keller räume, lasse ich die Kisten eine Nacht hier draußen stehen, damit sie abkühlen und nicht zu warm in den Keller wandern. Wenn ihr nur eine kleine Apfelmenge lagern möchtet und keinen Raum mit der idealen Luftfeuchtigkeit habt, habe ich noch einen Trick für euch. Ihr nehmt eine ganz normale Frischhaltebox, packt einige Äpfel hinein und verschließt sie luftdicht. So herrscht für die Äpfel das optimale Klima. Am besten stellt ihr die Schachtel jetzt an einen kühlen Ort oder sogar in den Kühlschrank. Nach etwa 14 Tagen müsst ihr einmal bei den Äpfeln durchgelüftet werden. Ganz einfach, Ecke anheben, reife Gase entweichen lassen. So bleiben eure Äpfel länger frisch und altern nicht so schnell. Meine Äpfel bleiben jetzt mindestens bis Weihnachten knackig. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen grünen Daumen. Und damit ihr auch in Zukunft keinen Kraut- und Rüben-Beitrag mehr verpasst, abonniert doch unseren Kanal und vergesst die Glocke nicht.